Heute geht's um Trennungen. Super Einstiegsthema. Yo, hallo, der Saboteur ist wieder da. Gott sei Dank, denn sehr lange wart ihr und ich getrennt voneinander. Und ich hoffe, ihr freut euch, dass wir wieder am Start sind. Und wenn ich sage wir, meine ich natürlich mich und meine Gäste. Und heute ist ein ganz besonderer Gast dabei, einer, den ihr am liebsten habt, denn es ist der Michi. Herzlich willkommen und lange warst du getrennt von den Zuschauern, auch Followers genannt und mir nicht. Ja, doch vielleicht auch bald von dir getrennt, ne? Vielleicht auch bald. Ja, ich nutze den Kanal heute, um auch neue Wege zu bestreiten und einfach neue Leute kennenzulernen. Ist das ein Verkündungsvideo? Nee, ein Dating-Video. Also für dich ist es ein Trennvideo, für mich ist es ein Date-Video. Also es geht über Trennungen. Wie komme ich über jemanden hinweg nach der Trennung? Hast du dich schon mal von jemandem getrennt? Nee. Stell dich zu viele Fragen auf einmal. Du redest schon wieder so viel. wir sehen uns zu selten, wir waren so lange getrennt. Oh, pass mich nicht an. Jetzt hast du wieder. Jetzt sehe ich nicht mehr gut aus, jetzt sehe ich meine Muskeln nicht mehr. Nein, ich habe mich noch. Ja, danke schön. Ich habe mich noch nie getrennt. Noch nie? Doch, also einmal, aber. Das war eher mehr so unschön von meiner Seite aus. Hast du wieder geghostet? Nee, ja, kann sein. Was hilft denn wirklich? Wie komme ich über jemanden hinweg nach einer Treppe? Bumsen, bumsen, bumsen. Mit wem? Na, rumhuren. AKA ablenken? Ablenken. Aber muss man denn unbedingt rumhuren? Kann man nicht auch einfach sagen, okay, ich esse ein paar Gummibärchen. Du kannst auch eine Netflix-Story gucken. Netflix-Story. Welche kannst du mir empfehlen? Achso. Nein, du meinst schon, ich weiß schon hier. Ich habe keine Hose an. Nein. Gott sei Dank sieht man unser Untenrum heute nicht. Wir wenigstens mal ein Untenrum-Video machen. Wir schweifen schon wieder ab. Du möchtest uns erklären, wie man den Trennungsschmerz. Also, ich hatte noch keinen. Du hattest noch nie Trennungsschmerz. Vielleicht sollte ich es mal bei dir probieren. Wir müssen mal drin. Ich glaube, der würde dich töten. Der Trennungsschmerz. Glaube ich nicht. Jeder ist ersetzbar, Tobias. Jeder. Oh. Ja, nee, kannst du jetzt mal bitte antworten, was man dagegen tut? Zeit vergehen lassen, es zulassen, vor allen Dingen, glaube ich, ist sehr wichtig. Also wirklich auch mal sich die Seele aus dem Leib heulen und sagen, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Und wann darf man jetzt rumholen? Und man darf jederzeit alle möglichen Dinge tun, die Endorphine und Serotonin wieder in Wallung bringen und dann ist irgendwann auch wieder schick. Also fasse ich zusammen? Es ist ganz normal, Herzschmerz zu haben. Okay. Und man sollte das einfach nicht wegdrücken. Man sollte das Zeit halt mitnehmen. In diesem Sinne. Zeit halt wurden. Und tatsächlich gilt so ein bisschen die Daumenregel, dass man immer so sagt, man braucht die Hälfte der Zeit, die man zusammen war, danach, um über die Person hinwegzukommen. Das heißt, in unserem Fall bräuchte ich 6 Jahre, um über dich hinwegzukommen. 6 Jahre. Das Never! Was? 763 Sexualpartner. Mindestens. Eieiei. Naja, reden wir doch mal über die schönen Dinge, die so eine Trennung mit sich bringt. Zum Beispiel. Wie sag ich's am besten? Na, ghosten. Also nehmen wir mal an, du würdest mit mir Schluss machen wollen. Wie würdest du es sagen? Schwierig, ist vorbei. Tobias, ich habe... Du, wir müssen reden, das liegt nicht an mir, es liegt an dir. Ja, so wie wir es vorhin gemacht haben, ne? Nee, ich finde immer, derjenige, der halt keine Gefühle hat, muss Schluss machen. Ah, also Trennungsgrund wäre zum Beispiel... Gefühlslosigkeit, ja. Gefühlslosigkeit. Ich bin generell eine Tobias, na dann müsstest du eigentlich dauernd Schluss machen. Weg sein, ja. Ja, aber nicht, weil mein Herz aus Stein ist, sondern weil deins... Jetzt bin ich gespannt. Bist du gefühllos? Hallo? Du hast kein Herz. Ich habe ein Herz, aber es ist einfach eiskalt. Ja. Was wäre jetzt die Frage? Warum man sich trennt oder wie man sich trennt? Nein, wie man sich trennt. Ob man eine WhatsApp schreibt, ob man sagt, gehen essen, ist man vorbei. Man trifft sich natürlich unter 4 Augen. Man bespricht das persönlich und sagt es der Person gefälligst auch persönlich ins Gesicht, wenn man schon länger als 2 Monate zusammen ist. Davor tut es auch eine SMS. Loser, bye. Warum ziehst du jetzt gerade die Grenze bei 2 Monaten? Das finde ich spannend. Kannst du das nochmal kurz erläutern? Wenn man eine gewisse Zeit schon miteinander verbracht ist, Was hast du denn verbracht? Die Zeit. Wenn man eine gewisse Zeit miteinander schon verbracht hat, sind da womöglich ja auch schon relativ
viele Gefühle im Spiel, die man verletzen könnte. Und deswegen sollte man das persönlich tun, weil es einfach ein Zeichen von Respekt ist. Man behandelt eine Person mit Respekt, wenn man sagt, also ich ghoste. Loser, bye. Ja, und das ist respektlose Scheiße. Toll. Woran erkennt man's? Das Schluss ist... Nee, dass das vielleicht bald Schluss sein könnte auch. Na, man lebt sich auseinander. Wie, woran erkennst du das? Dass der Partner unglücklich ist. Sprichst du aus Erfahrung? Ich muss kurz von meinem Getränk ziehen. Naja, man hat es doch... Das ist neu in Staffel 2, Saboteur. Ich habe jetzt immer Getränke. Er muss immer an dem Strohhalm nuckeln. Mhm. Jungs, der Sommer war hart. Aber nur deswegen. Nee, weil du blubbeln kannst? Ja. Okay, woran man erkennt, ja, weil man sich halt auseinanderlebt. Wie fühlt sich das an? Oder? Man verbringt nicht mehr viel Zeit miteinander, man ist nicht mehr glücklich, man entfernt sich. Das innere Band löst sich auf. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwie hat man es im Urin, oder? Irgendwie hat man es im Urin. Du weißt doch, wie du mit mir zu umgehen hast. Ja, ich weiß, wie ich dich zu umgehen habe, auf jeden Fall. Im großen Bogen. Und, ja. Drumherum. Trennung auf Zeit und dann wieder zusammen sein. Kann das funktionieren? Finde ich ja. Wie viel Zeit vergeht da so dazwischen? 5 Jahre. Man nimmt ja in der Regel eine Auszeit so im Sinne von 2-3 Monaten. Ja, man fährt jetzt Sabbatical ist ja ein ganzes Jahr. Ja, man könnte auch ein halbes Sabbatical machen. Also 6 Monate. Also man nimmt ein halbes Sabbatical und dann ist die Frage, kommen wir dann wieder zusammen und haben wir uns dann wieder lieb oder noch lieber? Geht das oder geht es nicht? Ich glaube schon. Aber kommt immer drauf an. Ich glaube schon. Kann man mit dem Ex noch danach befreundet sein? Ist immer so ein bisschen die Frage, wie man auseinandergegangen ist, glaube ich. Ja, also wenn ich zum Beispiel meinen Ex ghosten würde, würde der nicht mehr mit mir zusammen sein wollen. Also wenn man befreundet respektlos sein ist und ein Arschloch, warum sollte man sich dem hingeben? Ja. No toxic people in the life. No. Nee, aber wenn man eigentlich so auseinandergeht, weil man merkt, irgendwie funktioniert es nicht mehr, aber lass uns mal ein Jahr Pause machen. Ich meine, man muss ja auch sehen, dieses Zusammensein ist ja sehr close. Also man ist ja auch sehr innig. Ja. Teilweise ineinander sogar, ja. Und deswegen, das spricht doch da eigentlich nichts dagegen, weil der Mensch an sich, also nur die Gefühle sind weg, aber die Gemeinsamkeiten bleiben ja irgendwie, weil man ja auch zusammen war, oder? Vielleicht. Aber das ist ein schöner Ansatz. Ich finde halt auch, dass man am Ende, wenn dann auch Zeit vergangen ist, vielleicht war es ja eine scheiß Trennung, aber die Zeit, die man zusammen hatte, da gibt es ja bestimmt schöne Momente. Ja. Und eigentlich erinnert man sich tatsächlich auch dann am Ende eher an die. Schönen Momente, ja. Ja. Warte mal ganz kurz. Oh doch. Ich glaube Sex. Nee. Sex mit dem Ex. Ich habe nur gerade an unsere schönen Momente gedacht, aber ist mir jetzt keiner eingefallen. Sex mit dem Ex? Ja. Wenn es bei dir um Sex geht, sagst du, dann braucht man einen. I don't think so. Ey, was ist das wieder für ein Bild, was du hier zeichnest? Genau das. Geht schon. So musst du klatschen. Ich hab dich nicht klatschen gehört. Das hast du so einen Pussy gemacht. Oh, ja, trenn dich von der Müdigkeit. Wann denn? Ja, wann? Naja, wann jetzt? Wann ist der richtige Zeitpunkt, es zu tun? Was fragst du mich denn da? Wenn man denkt, boah, es geht nicht mehr. Wenn dich alles ankotzt und du jeden Tag denkst, ich kann nicht mehr, naja, dann trenn dich halt. Bitch. Oder? Wann würdest du dich von mir trennen? Was müsste passieren? Nee. Really? Come on, meinst du, ich mach das mit einem anderen Typen nochmal 13 Jahre durch? Ganz ehrlich. Wenn ich dein Konto leer räumen würde und Kratzer mit meinem Schlüssel in dein Auto mache, dann würdest du mich. Okay, now I'm back in the game. Ich würde mich da aber nicht trennen. Ich würde dich so lange knechten, bis du die. Ja, wirklich. Ich würde die. Also, wie denn knechten? Ich würde dir so eine Dildo-Maschine kaufen und die würde ich dann 24 Stunden durchnudeln. Komm mir nicht so nah bei, ganz ehrlich. Hör doch auf mit deinen Puppels. Das ist meine Antwort darauf. Ja. Das ist so ein bisschen wie eine Wasserpfeife. Ja, ich komme mir. Was ist denn das Gute an der Trennung? Na, dass man wieder alleine ist. Man ist die Scheiße los. Ah, aber will man die Scheiße denn los sein? Na, wenn es scheiße ist. Dann will man es loswerden, ja. Stinkt ja. Wo gehört Scheiße? Ins Klo. Wo gehört Scheiße hin? Untergespült. Untergespült. Wir trennen jetzt die Verbindung zwischen Kamera und uns. Ah, da kannst du wieder sowas Gutes einblenden. So. Machst du jetzt, legst du jetzt auf? Wie lege ich jetzt auf? Also, naja, mach das jetzt aus hier. Komm, drück den Knopf. Aus, auf. Ich lege jetzt auf, ich bin ein DJ.
Komm, ich trenne mich los. Wovon? Na. Du könntest dich auch mal von ein paar Sachen trennen. Von meinen Kilos, ne? Du bist so eine. Also nee, ich meinte so, eigentlich eher. Ja. Von meiner Libido? Schuhen. Nee, von meiner Libido trenne ich mich nicht. Du könntest dich mal von ein paar Schuhen trennen. Nö. Ein paar Klamotten. Psst. Ja.